Ja, jetzt geht's hier erstmal drüber, ne? Sieht schon interessant aus. Ei, da hat's aber einige umgelegt. Okay. Das mit so einem Rucksack gar nicht so einfach. Na dann. Ja, nur mal so zur Info. Der Weg geht schon die ganze Zeit lang so. Das ist jetzt noch eine harmlose Stelle. Also waren wir schon an schwierigeren. Jo. Jörn ist heute unser Führer mit Karte und Kompass. Er hat schön die Route geplant. Aber das ist trotzdem schwitzig, weil ich sie geplant habe. Ja, so muss das auch sein. Auf jeden Fall sind wir hier hinten schon mal einen richtig schönen Pfad entlang gekommen. Gut, man hört noch die Straße ein bisschen, aber das ist dann auch bald weg. Ja, jetzt schauen wir uns erstmal hier dieses schöne Massiv an. Mal sehen, was da noch zu entdecken gibt. Bis gleich. Wahnsinn. Ja, und hier hat es überall so Bäume umgehauen. Riesen Dinger. Richtiger Hindernisparcours, aber geil. Macht Spaß. Cool. Ja, gehen wir weiter. Eine Notunterkunft. Schön. Wie in Frankreich. Ja, wir sind an der Grenze. Hammer. Hier geht am Weg lang. Jetzt gehen wir mal hier zu dem Aussichtspunkt. Herrliches Wetter. Ja, geil. Ja, genau. Ja, das ist ja das, was ich sagte. Ne? In Frankreich waren da ganz viele. Und auch hier oben, ne? Hier ist ja nichts. Hammer. Hier ist eine Felskante. Muss schon aufpassen, dass man da drunter fällt. Hier machen als die Düsenjets über uns drüber, die machen hier ihre Übung. Ja, na klar. Ja, es ist perfekt. Es ist echt perfekt. Guck mal, was für ein geiler Pfad hier. Geil. Hammer. Da hinten ist der Aussichtspunkt. Wahnsinn. Das liebe ich bei diesen Touren, ey. Das ist einfach geil. Genau. Ich sag mal so, wenn ich solche Touren nicht machen würde, hätte ich das von der Welt nicht gesehen. Ne? Das ist halt das. Deswegen. Die Welt ist so schön. Ne? Hat so schöne Orte. Und wenn du nicht so rausgehst, dann siehst du das halt nicht.
gehen. Mach mal den Leonardo! DiCaprio! Ich bin der Herrscher der Welt! Geil! Ja, hier hinten sieht man, ich weiß gar nicht, ob es fickt, das sind die Burgen. Ja, das ist ja mal geil. Hab ich nicht gesagt? Ja, kleine Überraschung. Die Ende dann heute unsere Tour. Ich hab's schon mal vorbereitet. Vielleicht ist auch ein Trekkingplatz von Falls Trekking. Ja, eine wilde Feuerstelle. Das ist natürlich genial hier. Und der hier so im Vorbau. Geil. Aber hier ist halt schon das Risiko groß, dass hier jemand vorbeikommt. Ne? Ja, offizieller Wanderweg. Ja. Das ist eigentlich schon, genau, mitten auf dem Wanderweg. Ja. Krass. Aber wahrscheinlich wird es auch geduldet, sonst hätte es ja schon jemand weggemacht, ne? Leider Platz zum Schlafen. Ja. Kein Zelt, nur Schlafsack. Ja, wenn man sowas weiß, weißt du? Ja. Dann kannst du immer schon Gewicht sparen. Mal so, es geht wieder bergauf, wie immer und nicht zu knapp. Genau, Jörn hat sich das ausgesucht. Wir sind schon gut am Ölen, wir haben heute bestes Wetter. Sonne scheint wunderbar, nicht zu kalt, nicht zu warm, aber Ölen tun wir trotzdem. Jo, jetzt werden wir hier, haben wir einen schönen Platz gefunden, jetzt werden wir hier unser Mittagspäuschen machen. Ja, und dann geht's dann weiter zum Camp. Heute gibt's Salat von Franzosen hier. Mit Kartoffelsalat mit Bohnen und Schweinefleisch. Gut aus. Schmeckt gut. Riecht gut. Wieder so einen schönen Felsen. Schauen wir mal. Jörn orientiert sich. Gut. Ölen hier. Also nach der Mittagspause ist recht anstrengend wieder in Gang zu kommen. Ich sag, nach der Mittagspause ist recht anstrengend wieder in Gang zu kommen. Ja. Jan hat auch zu kämpfen mit seinen Knochen, der ist nämlich eingepennt. Ja. Aber so langsam wenn wir wieder warm. Jörn hat mit seinen 20 Kilo zu kämpfen. 21. Wollten wir ja schon von seinem Mittagessen was unterjubeln, aber es hat nicht so geklappt.
Ja, auf den Trick ist er nicht reingefallen. Mist, da muss ich mir was anderes. Ja, wir steuern jetzt direkt auf unser erstes Nachtlager zu. Müssen noch mal Wasser zapfen. Irgendwo, mal gucken. Ja, Sonne brutzelt. Hier, oh, da oben. Das haut richtig rein. Ja. Ungewohnt. Nach den ganzen Regentagen und so. Winter, langen Winter. Oh, schon wieder die zwei. Ja, ja, und jetzt geht's hier in den Wald und dann. Ja. Melde ich mich wieder, wenn wir am Camp sind. So, Leute, wir sind an unserem ersten Trekkingplatz angekommen. Und was soll ich sagen? Wir haben echt Pech, weil, wie ihr seht, ist hier Waldbrandgefahr und deswegen dürfen wir kein Feuer machen. Ja, sonst zum Lagerplatz muss ich sagen, ist es eigentlich gehalten wie im Dschungelcamp. Der Platz liegt auf mehreren Ebenen. Hier oben ist eine Ebene, da könnten sich ein paar Zelte aufstellen. Da ist noch eine. Hier unten sind noch mal zwei. Ja, ist eigentlich ganz lustig. Ja. Kuckuck. Und hier hinten ist das Klohäuschen. Also er liegt auch direkt an einem Wanderweg, der Platz. Naja, ich habe schon schönere gesehen. Aber das ist natürlich hier ärgerlich. Okay. Ja, vielleicht haben wir ja morgen Glück. Na? Gut, dann. Ja, wir gehen jetzt hier in die zweite Ebene. Und da bauen wir uns mal hier unser Lager auf. Damit stehen erstmal unsere Zelte. Das ist das Waugenhogen Ultralight Argon. Und Björn hat ein, zwei Mann Zelt von Nordist. Wiegt halt ein bisschen mehr, hat aber natürlich auch mehr Raum. Ne? Kleines Wohnzimmer. Jo. Ja. Auf jeden Fall. Dann werden wir erstmal einziehen. Gut, dann zeige ich euch dann. So, ja. Willkommen in meinem Reich. Mein Western Mountaineering. Schlafsack drinne. Hier ist noch mein Rucksack. Das ist klein, aber fein. Für eine Person reicht es gerade so. Aber wenn man Gewicht sparen will, kann man auch nicht alles haben. Ja, passt schon. So, jetzt sind wir nur so ein paar Meter von unserem Camp weggegangen und haben jetzt hier gleich, den haben wir vorhin schon gesehen, so eine kleine Wasserstelle, die auf dem Berg, also nicht hier an der Straße. Ja, und hier werden wir uns jetzt ein bisschen was pennen. Da
Willst du? Ich mach erstmal. Ich wollte mich erstmal waschen. Okay. Dann mach ich das gleich in Ruhe. Jo. Ist full. Full HD. Anders. Naja, ganzen Tag gelatscht. Qualmen die Socken. Jetzt ziehen wir mal die dicke Schuhe aus. Das ist bestimmt eine Wohltat. Wir haben nämlich hier unsere Latschen dabei. Die werden wir auch nach Norwegen mitnehmen. Ja, wenn man da so ganzen Tag lang latscht. Mal abends aus den schweren Schuhen rauskommt, das ist bestimmt eine Wohltat. Ja, Sascha, servus. Ja, Lagerleben wolltest du sehen, hast du gesagt. Hätten dir gern mehr gezeigt hier, aber mit Feuer machen ist leider nicht. Müssen wir mal sehen. Kommt noch ein bisschen. Wir machen dann noch Essen. Ja, und dann vielleicht lassen wir uns noch was einfallen. Ne? Erstmal entspannen. Muss da nicht knochen lassen. Also heute gibt es hier von Knorr Großmutters Geheimnis, deftiger Linseneintopf, habe ich dabei, wird einfach mit 600 ml kochendes Wasser eingerührt und dann bei schwacher Hitze 13 Minuten kochen lassen. Hatte ich letztens schon mal eine Kartoffelsuppe, die war sehr lecker, das Ding kostet 1,49 €. Ne? Also ich denke, das sind solche Sachen, die werde ich auch mit nach Norwegen nehmen. Da werde ich mir noch einige holen von. Spart man natürlich einen Haufen Geld, im Gegensatz zu den Track and Eat Sachen, die natürlich mit 5, 6, 7 Euro reinhauen. Da ist das natürlich günstiger. Und schmecken tut es auch. Ja, dazu mache ich mir noch so ein bisschen Speck, den werde ich dann noch mit reinhauen. Jo. Und dann habe ich hier noch so ein schönes Leinsamenbrot, so ein kleines. Und dann sollte ich eigentlich gut satt sein. Ja, dann fangen wir mal an. Ja, mach ich. Linsensuppe mit Speck. Ah, oh, das riecht schon hier. Yummy, yummy, yummy. Ja. Gut. Da hab ich jetzt auch voll Bock drauf, ey. Ja, so sieht das Ganze jetzt hier aus. Alles Trockenfutter. Ja, alles Quillchen auch und das schmeckt dann auch gut. So könnte es so sehen. Jo. Ja, so bis mein Wasser kocht, können wir ja mal hier zu Björn in die Nachbarküche gehen. Da gibt es heute. Er muss erstmal, um sein Fleisch zu hacken, ja, den Klotz hinstellen. Ich ne? So. Was gibt's denn hier Leckeres? Bei Monsieur. Bei mir gibt's, jetzt habe ich das natürlich. Ist das da auch dieser Stanley-Topf? Nee. Das ist von Tatonka. Ah, okay.
Macht auch einen guten Eindruck. Ja. Oh, ist Reis. Aber auch edel. Ja. Das ist der Uncle Ben's Risotto mit Hühnchen und Pilzen. Ja. Sieht auch nicht schlecht aus. Schauen wir mal, wie es schmeckt. Ja. Und? Heiß. Oh. Ja, kann man essen. Das habe ich vorher noch nicht gehabt. Ja. Ja, wie gesagt, die Sachen auch aus dem normalen Lebensmittelmarkt sind auch nicht so verkehrt. Guck mal, was du da für ein Messer hast. Das Ganze hier eingefüllt. Schön rühren. Also die Linsensuppe hat jetzt schön nachgedickt hier. Jetzt tue ich mal hier den Speck mit reingeben. Schön fett. Das ist gut für die Energie, die man verbraucht hat. Nehmen wir das hier alles ein bisschen runter. So, denke jetzt machen wir das Feuer aus. Lassen wir es noch einen Moment stehen und ziehen und dann gegessen. Mahlzeit. Mahlzeit. Ja, es hat angefangen zu regnen und jetzt müssen wir hier unsere Ausrüstung bei Regen zusammenpacken. Auch nicht schlecht. Können wir mal ein bisschen üben, wie wir das am besten machen. Zum Glück habe ich mein Elefantenhaut hier dabei. Da kann ich schon immer schön umklappen. Ja, so werden Regensachen halt auch mal getestet. Ne? Ja. Oh, die dicke Regenwolke ist auch weg. Genau. Es gibt nichts mehr heute. Ja. Ja, mal im Regen zusammengepackt, so ein bisschen. War ja zu schlimmer Regen, aber Übung macht den meisten. Ja. Mägeregen. Ja. Ja, genau. Genau. Ein Tröpfchen. Tröpfchen hat es geregnet. Naja, gut, egal. Trotzdem, es wird heute noch. Haben sie ja sogar Gewitter angekündigt. Ich weiß ja nicht, mal sehen. Ja, und dann holen wir jetzt die anderen ab, würde ich sagen. Und dann wird es nochmal lustig. Also, bis später. Ja. So. Ja, jetzt brechen wir hier auf. Die anderen Jungs, die noch mit hier auf dem Platz waren, die machen heute auch noch weiter. Die gehen heute noch zum Platz 2, ne?
Genau, und ja, vielleicht sieht man sich ja unterwegs nochmal. Wer weiß. Aber vielleicht haben wir auch an den anderen Plätzen Glück und dürfen Feuer machen, aber ich denke schon, wenn das so ist. Na? Ich hoffe auch mal. Ja, ich denke schon. Wird schon werden. So. Ja, der Platz, also wir waren ja hier schon bei einigen Plätzen gewesen. Also ich muss sagen, der Platz hier sagt mir jetzt nicht so zu. Ist zwar okay, aber ich habe da schon schönere gesehen. Na, das war jetzt hier Platz 4, ne? 4, ja. Genau. Wernersberg, ja. Nee, war nicht so meins. Hier gibt's schönere. Ne? Ja. Genau. Ja, es reicht, besser als gar nichts. Ne? Also wenn du gar keinen hast, ist auch schlecht. Das ist richtig, ja. Ne? Das ist richtig. Gut, dann sehen wir uns später wieder.